Und damit wieder ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Black Mirror 3 mit eurem Gabro. Und in der letzten Folge haben wir das Loch versucht zu finden. Das haben wir leider nicht geschafft. Und wir quatschen jetzt auf jeden Fall erstmal mit der Dr. Winterbottom und erzählen ihr erstmal, welche idiotische Idee das war, einen Anker in der Realität zu finden. Ich hätte sie auch, glaube ich, einfach anrufen können. Aber ist egal. Wir reden mit ihr darüber. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Und anscheinend nicht nur darüber, sondern über viele andere Sachen auch. Der Laden hat geschlossen. Hat Abaya Urlaub? Abaya ist dienstags immer in Ipswich. Sie besucht dort einen Selbstverteidigungskurs. Aha. Ich hätte eher auf ein Schiedsrichterseminar getippt. Kennen Sie Ralph? Ralph? Nein, wer soll das sein? Ach, nicht so wichtig. Mir ist letzte Nacht etwas Seltsames passiert. Ich weiß nicht, was davon real war oder nicht. Lassen Sie hören, Adrian. Ich war gerade auf dem Weg zurück ins Dorf, als ich im Wald von großen schwarzen Hunden angegriffen wurde. Zum Glück war eine Hütte in der Nähe, in die ich mich retten konnte. Durch die Tür konnte ich nicht mehr nach draußen. Als ich mich mit einer Kettensäge, durch den Boden nach draußen gesägt hatte, war keine Spur mehr von diesen Hunden. Dann bin ich ohnmächtig geworden. Angeblich hat mich Mary gefunden mitten in der Nacht und mich zurück ins Hotel gebracht. Aber davon weiß ich nichts mehr. Ein klassischer Traum mit Verdrängungsthema. Die schwarzen Hunde und dass dann da aber nichts ist. Das ist eine tiefsitzende Angst vor den Konsequenzen deines Handelns. Ich glaube, ich habe die Stelle im Wald gefunden. Nur weit und breit kein Loch. Nur ein verlassenes Haus. Ah, sehr gut. Das muss das alte Haus von Dr. Herman sein. Habe ich doch gesagt. Hatte ich Ihnen von ihm erzählt? Er war auch eines der Opfer von... damals. Seitdem steht das Haus leer. Keiner will dort freiwillig wohnen. Hat es Ihnen denn etwas gebracht? Bei Ihrer Erinnerung, meine ich. Nein. Haben Sie auch gründlich gesucht? Doc, es ist November. Es ist kalt... Der Boden ist gefroren und es ist mitten im Wald auf einem Grundstück, das mit Stacheldraht umzäunt ist. Na gut, dann konzentrieren wir uns in der nächsten Sitzung noch einmal darauf. Ich habe eine Frau gesehen, ganz in Weiß. Sah fast so aus wie eine Art Hochzeitskleid. Wo haben Sie sie gesehen? Als ich in der Hütte eingesperrt war. Vom Fenster aus. Sie stand am Rand der Lichtung, hat mich angesehen und ist dann im Wald verschwunden. Hat sie irgendetwas gesagt? Oder getan? Also, gehört habe ich nichts, aber es könnte schon sein. Sie schlenderte jedenfalls nicht herum. Eher wirkte sie so, als würde sie etwas suchen. Es gibt hier in Willow Creek eine Legende über eine weiße Frau, die durch den Wald irrt und ihr Kind sucht. Vergeblich, wie es heißt. Aber gesehen hat sie noch niemand. Bis jetzt. Machen Sie sich keine Sorgen, Adrian. Das ist eine vollkommen natürliche Reaktion auf diesen Mythos. Er entstand aus der kollektiven Sehnsucht nach einer reinen Mutterfigur, die wie eine Heilige verehrt werden kann. Dazu gehört, dass es Auserwählte gibt, die ihre Erscheinung wahrnehmen. Und jeder möchte doch ein Auserwählter sein. Das ist nur menschlich. Sie finden für alles eine Erklärung. Die Psychologie ist die moderne Theologie. Was haben diese schwarzen Hunde für eine Bedeutung? Was sind das für Wesen? Die Flucht vor bissigen und aggressiven Hunden, das klingt nach einem typischen Angsttraum. Er drückt die Angst vor der eigenen aggressiven Seite aus. Waren die Hunde allein oder war jemand bei ihnen? Nein, sie waren allein. Nur die Hunde. Aha. Hunde, die ohne menschliche Führung herumstreuen, deuten auf ein unterdrücktes Dominanzthema hin. Es kann aber auch genau das Gegenteil bedeuten, nämlich, dass der Träumer einen bestimmten Teil von sich selbst vernachlässigt, auf den das Wesen der Hunde hinweist. Was war es denn für eine Hunderasse? Keine Ahnung. Höllenhunde? Jedenfalls riesengroß und schwarz. Große Hunde verstärken die Bedeutung, von der ich sprach. Dass sie schwarz sind, deutet auf ihre Herkunft aus dem Unterbewussten hin. Gibt's irgendeine Tablette dagegen?
Sie sagten, Sie kannten Dr. Herman? Ja, er war ein ganz außergewöhnlicher Mann. Wir haben uns beim Studium kennengelernt. Eine schöne Zeit war das. Ich habe dann aber bald gemerkt, dass die Pathologie nicht wirklich etwas für mich ist. Im Gegensatz zu Heinz war ich immer schon mehr für die Lebenden zu haben. Sie haben Pathologie studiert? Unter anderem, ja. Erstaunt Sie das? Eigentlich nicht wirklich. Bis später. Machen Sie es gut. Bis später, aber die hat auch wirklich für wirklich, wirklich alles, was wir irgendwie durchleben, eine Erklärung. Ich bin mir aber auch noch nicht so sicher, ob das alles, was wir sehen, real ist. Ob da meine Gesprächsprotokolle auch mal drin landen? Ach ja, mehr kann ich damit leider auch nicht machen. Ja, das war jetzt nicht gerade wirklich aufschlussreich. Puh, okay, mit Dr. Winterbottom haben wir gesprochen. Vielleicht kann ich nochmal mit Edward über Dr. Heinz Herman oder mit Matt. Ja, mit Matt. Egal. Hey, Matt. Ich schon einfach nochmal mit Matt. Ein Liter Blut durch die Nase gespendet? Oh. Okay, nein, es scheint also nicht so wirklich, dass er jetzt... Ach, guck mal, Denise ist auch wieder da. Er müsste doch auch bestimmt Inspektor Spooner inzwischen... Später. Okay, Denise, wo warst du? Wie war so das Schäferstündchen mit Inspektor Spooner? Mhm. Wobei, ich glaube nicht. Inspektor Spooner, Denise, Abaya, die sind alle doch... Die stecken alle unter einer Decke. Arbeitet Bobby auch hier? Eigentlich nicht, aber ich kann ihn nicht davon abhalten, hier den ganzen Tag lang die Tische zu putzen. Wusstest du, dass es hier im Wald große schwarze Hunde gibt, die ahnungslose Wanderer anfallen? Ja, die gehören zu Murrays Touristenattraktion. Wirklich? Na klar, sind zwei fette falsche Bernardiner. In dem einen Kostüm steckt Bobby, in dem anderen Mrs. Puft. Haha. Kennst du einen Ralph? Den Tennislehrer aus Ipswich? Bestimmt nicht. Der Ralph, den ich meine, ist geistig etwas, naja, zurückgeblieben. Dann meinst du vielleicht den Mann von Mrs. Puft? Nein, ich glaube nicht, dass er das ist. Hat der denn eine Puppe, die er Mr. Bobby nennt? Was? Nein, du meinst bestimmt Bobby. Na egal, vergiss die Frage. Es gibt da so ein zerfallenes Haus an der Straße Richtung Leuchtturm. Weißt du etwas darüber? Da hat früher der Leichenarzt drin gewohnt, glaube ich. Er wurde dort auch ermordet. Mich würden da jedenfalls keine 10 Pferde hinbringen. Bis später vielleicht. Aber ich finde wirklich toll, dass ich das direkt erkannt habe. Also das ist natürlich auch ein richtig gutes und tolles Kompliment an die Macher des Spiels, dass das alles so miteinander verwoben ist. Ich finde das einfach toll. Ach ja, die dürfte wieder nicht da sein. Okay. Ja, die ist weiterhin... nicht da. Ich wüsste auch gar nicht, warum ich da noch reingehen wollen würde. Komm, bitte. Ah, guck mal, da ist sogar Inspektor Spooner wieder. Hab ich das nicht gerade gesagt? Ah, oh, wo wart ihr alle? Schönen guten Tag, Herr Inspektor. Was hast du ausgefressen? Dieser Mord an Miss Valley. Gibt es mittlerweile Fortschritte? Wir haben einen Verdächtigen festgenommen, einen jungen Amerikaner, damit ihr gesehen wurde und sie nach den Morden hier im Ort ausgefragt hat. Vermutlich pervers veranlagt. Ja, schon klar. Und weiter? Er will einfach nicht gestehen. Das macht mich sehr traurig. Vergessen Sie es einfach. Vor dem Schloss liegen Bierflaschen und Böller. Kann es sein, dass dort öfter mal Partys stattfinden? Ja. Aber nur U14-Partys ist sowas wie eine Mutprobe für die, über die Mauern von dem Geisterschloss zu pinkeln. Kann man da nichts machen? Was denn? Klohäuschen aufstellen? Wie kann ich Sie davon überzeugen, dass Angelina diese ganzen Dinge getan hat? Bringen Sie dazu, sich zu stellen! Sie ist tot, schon vergessen? Na dann zeig mir Ihre Leiche. Würde ich ja gerne, aber sie ist in diesen Abgrund gestürzt. Ja, die Lava, ich weiß schon. Geh jemand anderen nerven. Sie kennen doch jeden hier im Dorf, hm? Schon mal den Namen Ralph gehört? Wieso wundert es mich nicht, dass ausgerechnet du mich nach einem Irren fragst? Sie kennen ihn also? Klaut ab und zu mal gern bei Abaya einen Apfel und wohnt irgendwo im Wald. Tut keiner Pflege was.
Warum lassen Sie nicht einfach ein paar Bagger anrücken und graben die Akademie aus? Da werden Sie alle Antworten finden. Und wer bezahlt das? Du? Außer deiner Aussage habe ich keine Hinweise darauf, dass man dort überhaupt etwas findet. Der Glaubwürdigste bist du nicht. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum die Ruine überhaupt eingestürzt ist? Ich habe sogar Experten kommen lassen und alle sind sich einig darüber gewesen, dass die Ruine aus Baufälligkeit eingestürzt ist. Alles uralt und verrottet, nichts mit Verschwörung des Bösen. Bye. Auf Wiedersehen. Aber jetzt wissen wir... Kann ich jetzt nochmal mit Constable reden? Weil das ging kann ja bis... Kann ich kurz stören? Weil das, nein. Ach ja, weil ja Inspektor Spooner wieder da ist. Ach ja, geht's nicht. Schon kapiert, schon kapiert. Okay. Also Ralph, wo... Okay, okay. Da komme ich nicht mehr rein. Im Café habe ich jetzt mit allen gesprochen. Und alle sind auch wieder da. Alle sind wieder da, so wie ich es prophezeit hatte. Vielleicht kann ich ja vor die Hütte... Fällt mir mal gerade... Packe ich vor die Hütte oder beim Leuchtturm? Ne, ich gehe nochmal einmal kurz zu Hermans Haus. Und mal gucken, vielleicht kann ich hier am Eingang vielleicht Bobby hinlegen. Oder ans Fenster. Einfach, dass er rauskommt. Oder kann ich hier einen Glowsticker reinstecken, damit ich mal ein bisschen mehr sehen kann? Weil dafür brauche ich ja... Ich bin gerade... Warte mal, den Schlüssel. Vielleicht kriege ich den sogar von Sammy Gordon, wenn ich den gefunden habe. Stimmt, es ist jetzt auch schon ein bisschen später. Wir haben ja jetzt wieder ein kleines bisschen was geschafft. Vielleicht ist ja jetzt der Pfarrer auch inzwischen da. Der Fahrer. Bleistift, Auto. Ich will die Decke haben. Vielleicht liegt da auch Bobby irgendwo drin und schläft gerade. Okay. Lass uns mal nach Wormhill. Und ich hoffe einfach, dass der Pater jetzt da ist. Die ist auf jeden Fall aufgeschlossen. Und da hinten ist er doch, der Vater. Der Vater Frederick. Jetzt habe ich es aber gleich. Der Vater Frederick. Weil jetzt haben wir ja auch das Haus nämlich von Dr. Hermann gefunden. Okay. Ja, lauf doch noch ein bisschen langsamer. Entschuldigen Sie, Hochwürden. Das gibt wieder jede Menge zu quatschen. Zu viel der Ehre, mein Sohn. Ich bin Vater Frederick. Ach so, Vater? Ich bin Darren Michaels. Vermutlich kennen Sie mich schon aus der Zeitung. In der Tat. Ich nehme an, du bist zum Beichten gekommen? Nein, eigentlich nicht. Noch habe ich nichts zu beichten. Was kann ich dann für dich tun? Können Sie mir etwas über den Friedhof erzählen? Oh, er ist wunderschön, nicht wahr? Man spürt die Jahrhunderte, wenn man sich dort befindet. Laut den Aufzeichnungen sind manche Gräber über 800 Jahre alt. Vermutlich alles Gordons. Die Gordons haben seit 1512 ihre eigene Gruft. Damals ist die Akademie niedergebrannt und, nun ja, die vielen Toten brauchten Platz und so wurde der Friedhof neu sortiert. Der Totengräber scheint auch schon eine Ewigkeit hier zu arbeiten. Mark? Er macht seine Sache sehr gut. Ja, das Gräberausheben macht seinen Knochen zu schaffen. Seit Jahren sucht er schon einen Lehrling, aber niemand scheint Interesse zu haben. Hast du schon einen Beruf gelernt? Ich bin Physikstudent. Ach, lassen wir das Thema. Sie scheinen schon länger hier das Sagen zu haben. Was sind schon 40 Jahre im Angesicht der Ewigkeit? Die Kirche hier wurde von Marcus Gordon erbaut, richtig? Dem guten Marcus, ja. Es war das Jahr 1213, als Marcus Gordon seinen Bruder Mordred im Zweikampf erschlug. Marcus hat Mordred erschlagen? Warum? Ein Bruderzwist, der schon lange schwelte. Marcus verkörperte das Gute, Mordred das Böse, der Legende nach. Marcus besiegte Mordred. Das Gute hat gesiegt. Und was hat es mit dem Fluch der Gordons auf sich? Der stammt doch aus der Zeit. Ja, soviel ich weiß.
Mordred hat ihn wohl ausgesprochen, kurz bevor er seinen letzten Seufzer tat. Er hat Marcus verflucht und alle nachfolgenden Generationen. Aber das ist ja nun bald vorbei. Lady Victoria ist die letzte der Gordons. Und mit ihr endet die Linie. Zum Glück, möchte man fast sagen. Der ganze Clan hat mit seiner üblen Familiengeschichte die ganze Gegend hier terrorisiert. Aber das weißt du sicher bereits alles. Du hast dich anscheinend schon gut informiert. Sagen wir so, ich bin unfreiwillig dazu getrieben worden, mich etwas näher mit dem Fluch auseinanderzusetzen. Wie darf ich das verstehen? Mein richtiger Name ist Adrian Gordon. Ich gehöre zu diesem Clan hier im Schloss. Oh, das ist, ich würde sagen, eine Überraschung. Adrian Gordon? Ich dachte, der starb als Dreijähriger. War er nicht die Schlosstreppe hinuntergefallen? Das gehört zu den üblen Familiengeschichten, von denen Sie vorhin sprachen. Aber wie Sie sehen, lebe ich noch. Von den Toten auferstanden. Meinen Glückwunsch und Gottes Segen, mein Sohn. Und in welcher Beziehung stehst du zu den Gordons, wenn man fragen darf? Sie erinnern sich vielleicht noch an Samuel Gordon? Oh ja, Samuel. Er kam zur Beichte, kurz bevor er... Wie auch immer, ja, ich erinnere mich an ihn. Er war mein Vater. Das erklärt einiges. Können Sie mir sagen, wo Samuel Gordon begraben wurde? Ich kann dir leider nicht genau sagen, in welchem Grab er liegt. Aber ich kann verstehen, dass du es gerne wissen möchtest. Gibt es denn keinen Plan, wo wer begraben liegt? Nicht für die anonymen Gräber. Aber warte, ich glaube, ich weiß, wie ich dir helfen kann. Okay, dann schau mal nach, Vater Frederick. Danke, Vater. Wir waren bei Marcus und Mordred stehen geblieben. Ja, richtig. Marcus hat seinen Bruder Mordred im Jahre 1213 im Zweikampf erschlagen. Daraufhin hat er, um seine Tat zu sühnen, diese Kirche hier erbauen lassen. Einige Jahre später ließ er auch die Akademie bauen. Dort sollten die Chroniken der Gordons aufbewahrt werden, unter anderem, um den Fluch von Gelehrten erforschen zu lassen. Doch die Akademie brannte 1512 komplett nieder. Die meisten Chroniken wurden dabei zerstört. Alles, was gerettet werden konnte, wurde hierher in die Kirche gebracht. Gut, aber diese ganzen Geschichten beginnen immer damit, dass Marcus seinen Bruder erschlagen hat. Weiß denn niemand, worum es in dem Bruderzwist ging? Dazu gibt es verschiedene Thesen. Es heißt, dass Mordred vom Teufel besessen war. Ich habe aber auch irgendwo gelesen, dass sie sich um eine Frau stritten, was letztlich auf das Gleiche hinausläuft, nicht? Im Grunde geht es darum, dass Marcus Gordon als der gläubigere und standhaftere Bruder der beiden gesiegt hat. Mordred wird als gottloser Sünder beschrieben, der bis heute in der Hölle schmort. Wissen Sie, ob die Brüder hier geboren wurden? Sicher nicht. Beide waren umtriebige Kreuzritter im Namen der Kirche. Aber warum sie sich ausgerechnet hier in Willow Creek ein Schloss gebaut haben, darüber kann man nur spekulieren. Vielleicht haben sie das Land von Ungläubigen befreit. Und das Schloss war früher eine Art Bergfried, um das Gebiet zu halten. Oder sie haben das Land von der Kirche geschenkt bekommen. Als Belohnung für ihre Unterstützung bei den Kreuzzügen. Danke, Vater. Ich möchte noch einmal die Geschichte von Marcus und Mordred hören. Sehr gerne. Marcus hat seinen Bruder Mordred im Jahre 2013. Warum sollte ich denn nochmal die Geschichte hören wollen? Der Herr möge dich auf deinem Weg begleiten. Vielen Dank, Vater Frederick. Und nun haben wir, was haben wir denn da jetzt bekommen eigentlich? Liste der Bestatteten von 1981. Die Liste mit den Namen all derer, die im August 1981 hier bestattet wurden. Auf der Liste stehen noch Henry Stanton,
Dr. Heinz Hermann, Dr. Robert Gordon, James, Victor Sebastian Valley und mein Vater Samuel Gordon. Und damit ist die ganze Brut zusammen. Jetzt wissen wir aber zumindest, dass in den anonymen Gräbern Samuel Gordon liegen mag. Und wie das Ganze dann weitergeht, schauen wir dann in der nächsten Folge von Black Mirror 3. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe einfach, dass ihr demnächst wieder mit dabei sein werdet. Und ich sage dann bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.